dass ich genau sowas mache. Die sind dann super schnell halt. Ich das mal wake a Zombie. So. Papon. 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 So, und gleich irgendwann mal kommen dann die ersten Sonnen-Dinger und die kann ich dann benutzen, um die Gräber langsam aufzuessen. Aber ich glaube, eigentlich müssen wir kein Problem haben. Ja, wow, das ist schön. Da, genau, sowas. Komm, friss das Grab auf, schneller! Point. Oh, geil, eine Pflanze haben wir gefunden. Also die Landminen brauche ich eigentlich gar nicht. Oder? Also nicht. Ach komm, dann können wir einfach die Landminen ganz links anpflanzen, dann haben wir immer noch, falls irgendwelche Zombies durchkommen, aber... Ich weiß jetzt nicht, ob das so nötig ist, ne? Ja, weil die sind ja auch noch am Rechargen und sowas alles. Ja, ich hab Spaß, ich hab Spaß, ich hab Spaß. Ist das nicht schön? Popo, 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 popo. So, erstmal das Grab hier. Oh, jetzt geben wir mal mehr von... jetzt geben wir mal mehr diese... Shinies. Ah, shit. Okay, stimmt. Die einen, die Dreier-Dinger, die sind schon schwer. Also, diese mit dem Eimer. Naja. Ist auch nicht, sagen wir mal, so schwer. Oh, Glück gehabt. Hier gerade noch diesen einen... Ja, in einem Grab, das eine Grab nach vorne gegessen und direkt dahinter spawnt ein neues. Ja, den müssen wir beschützen. Ah, Mist, verdammt, hätte ich doch lieber gewartet, da vorne ist jetzt was. Also, aber jetzt kommt wieder keiner, ne? Wir haben jetzt erstmal so ein paar wieder bekommen, so drei, zweimal hintereinander haben wir sehr viele von diesen, ja genau, Dinger bekommen und jetzt keine mehr. Schneller, schneller! Die werden immer schneller, die werden immer schneller. Deshalb ist es wichtig, gleich die vorne auch zu essen. Ah, noch eine Pflanze, war cool. Jetzt haben wir schon zwei Pflanzen bekommen. In diesem einen Level hier. Das war jetzt richtig hart, ey. So, geht doch. Ganz einfach. Was haben wir? Ein neues Minigame entschlüsselt. Last Stand. Was ist denn Last Stand? Ah, ja gut. Das ist das, was ich erklärt habe. So. Dafür brauchen wir... Also sowas wie diese Sonnenblumen und sowas könnt ihr vergessen, die sind nämlich hier nicht erlaubt. So, das, was wir brauchen, ist einmal das, das. Dann brauchen wir das, 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 das. Genau, und das ist das, was wir eigentlich grundsätzlich nur brauchen werden. Und der Rest weiß ich nicht, ob ich da noch was brauche.
Suchen wir davon noch welche. Davon und dies hier. Genau. Wir versuchen das mal. Ne? Also ich glaube, das müsste eigentlich ganz okay sein. Okay. Ja, ja, es ist schon richtig so. So. Wir müssen 5 Flaggen jetzt überleben. So. Was ist das, wie ich es baue? Ich werde hier eine davon bauen und hier eine davon bauen. So. Dann werde ich hier welche davon bauen. So. Die werde ich dann alle wecken mit der Kakaobohne. Weil sie ja vernünftig ist. So, und die werde ich in diese upgraden. Diese Puffshrooms machen außen herum Schaden. Deshalb brauchen wir ja keine Angst zu haben wegen der Mitte und sowas alles. Ne? Also hier ist alles abgedeckt. So, dann werde ich nämlich hier diese Dinger bauen. Kaum noch ein paar Puffshrooms hier. So, und das Blöde ist halt, wir brauchen auf jeden Fall noch ein wenig, also ein wenig, ein bisschen werden wir immer noch brauchen werden für dieses Wasserding. Deshalb habe ich ja auch hier so ein paar Repeater, die ich dann hier so platziere, die dann sozusagen die, das Wasser mit beschießen. So, wir haben jetzt noch genau 300 noch was. Ne, jetzt 100 davon, aber wie viel Garlic kann ich mir davon holen? Garlic, so. Ja, ist okay. Start. So. 5 Flaggen müssen wir jetzt überleben. So. Und meine Taktik so, ist ja eklig. So. Und der fängt an, hier dieses Pustekuchen dazu machen. So. Und das ist das, was eigentlich meine große Taktik sein wird. Nein. Es ist einfach dieses Puff-Ding einfach außen herum so viel Schaden macht, dass all kein Problem mehr wegen irgendwas ist. So. Das Einzige, was man jetzt hier beobachten muss, ja, wie gesagt, ist dieses große, ja, muss man das am besten sagen, ne? Ist das klar? Die sind kein Problem, dieses Puff schon durch ist. Aber dieser Garlic ist irgendwann mal auch aufgebraucht und deshalb muss man dann einfach immer dann 9 machen. Also wir können jetzt 3x 9 machen zum Beispiel. Er hat hier zum Beispiel 2x in den einen reingewissen. Das ist natürlich wieder auch blöd, ne? So, und hier ist zum Beispiel einer rübergesprungen. Das könnte man jetzt auch als blöd bezeichnen. Genau. Da ist immer so die Gefahr dabei. So. So, hier. Falls hier so einer rauskommt, ist es halt blöd. Mit dem Eimer gerade noch, weil der einzige, der so richtig schauen wird, ist der hier, aber das geht. So. Man sieht, vor dem brauchen wir auch keine Angst haben, die schaffen das ganz locker. Einzig blöd ist halt nur, dass das hier gegessen wurde, so. So. Hm. Ja, wie gesagt, wir können eigentlich nichts Richtiges bauen, weil er ja kaputt gemacht wurde. Das ist unser Problem gewesen. So, ja. Nächste Flagge. Aber man sieht, die sind schon ein bisschen angeknabbert. Wir haben aber genug für 2. Also wir können 2x was bauen. So. Und dann müssen wir jetzt einfach warten. So, das ist, glaube ich, so die Standardstrategie, um auch so welche Endless-Dinger, da wo da so unendlos irgendwas kommt. Das ist, glaube ich, der eine so immer der besten Strategien, weil diese Puffshrooms decken halt oben und unten ab und ignorieren sowas wie diese Fliegengitter und sonst was alles. So, aber man sieht, der hier unten, der ist schon bald aufgebraucht. Der ist schon richtig sehr traurig. Oh, guck mal, wie süß der aber aussieht. Das Schlimme ist halt hier die Dinger. Wenn da nämlich die Zeitung kaputt geht, anscheinend beißen die ja 2x dran. Okay, der hat das jetzt nicht geschafft. Haben wir Glück gehabt. So, wir müssen es überstehen, ohne viel Geld, viel von diesen Solarpower auszugeben. Ich denke, das ist möglich. Die einzige Solarpower, die wir ja eh ausgeben müssen, ist nur für die Knoblauchzehen hier. So, die nächste große Zombie-Wave kommt. Ja,
Man sieht, jetzt kommen schon die ersten mit den Delfinen, ne? Die müssen... Ja, genau. Und jetzt frisst der erste dem wieder auf, ne? Nein, huch, der hat Glück gehabt. Der hat richtig Glück gehabt. Phew. So. Deshalb, ich gehe jetzt auf Nummer sicher und pflanze einfach zwei neue an. So. Mache ich noch? 250. Wenn ich zweimal 100 mache, habe ich nur noch 50 über, ne? Dann dürfen die auch nicht weiterkommen. Nee, behalten wir immer so. Sicher ist sicher, weil ich... Wenn jetzt noch einer kommt, der hier rüber springt, ne? Dann haben wir das verloren. Also ich baue lieber eine Verteidigung auf und versuche die halt so lange wie möglich dann halt noch beständig zu halten, ne? Wenn man das so weiß ungefähr, wie man sich das, wie ich mir dazu vorstelle. Ich habe jetzt, man baut sozusagen etwas und das kostet, das hält halt, ne? Aber es kann ja sein, dass es kaputt geht mal. Und man könnte jetzt zum Beispiel das ganze Geld ausgeben, damit man, keine Ahnung, man kann ja das Geld ausgeben für eine Kilometerstraße. Aber man weiß, irgendwann mal diese Kilometerstraße geht natürlich kaputt und muss man reparieren. Klar, kennt man ja, ne? Ist ja ganz normal. Jetzt könnte man aber auch sagen, hey, ich mache nun, keine Ahnung, 750 Meter oder einen halben Kilometer. Aber falls sie kaputt geht, habe ich immer noch genug Geld und kann die direkt immer wieder reparieren. So ungefähr mache ich das. Also es funktioniert, kein Zombie kommt durch, der stärkste Zombie ist der hier. Kein Problem, ich komme damit ganz normal klar. Falls hier welche auftauchen im Wasser, sehe ich das ja auch und die gehen ja auch alle kaputt. Deshalb lasse ich mir das lieber so. Bevor ich irgendetwas verändere und zum Beispiel sage, ja, ich könnte jetzt noch ein paar Puffshrooms mehr bauen und sowas alles, dann ist das ja besser, dann geht es schneller tot. Ah. Immer so eine zweischneidige Sache. Ja, das hier unten könnte ein bisschen eher ärgerlich werden, weil ich glaube, der vorne trifft ja nur immer den ersten. Ich glaube, der meiste Schaden müsste eigentlich von den ganzen anderen sein, ja. Gut. Wie man sieht, der hier ist schon fast tot und der hier oben. So. Wir haben jetzt 450. Wir würden 300 dafür ausgeben, aber wir können jetzt zum Beispiel das uns leisten, weil wir haben jetzt 250. Wir haben jetzt eigentlich immer noch ganz genug. Und wir machen das jetzt so, dass wir den hier einfach anpflanzen. Und dann haben wir zwei neue für die paar letzten Wellen halt, ne? Und wir können jetzt noch vier neue pflanzen. Das heißt, so viel kann hier gar nicht passieren. So, ja, das läuft halt so. Ich schlage es so am besten vor. Besonders mit diesen zwei Stone-Dingern am Anfang, dass sie ja halt diesen viel Schaden machen. Ist jetzt nicht unbedingt notwendig, man könnte jetzt auch bis ganz nach hinten diese Spikeweed durchziehen. Man müsste jetzt auch nicht unbedingt die Threepeater machen. Man könnte ja irgendwas anderes machen. Das ist euch dann überlassen. Aber ich würde mal sagen, dieses Garlic mit diesen Puffshrooms und diesem Spikeweed ist sehr wichtig. Also das ist wichtig, was ihr dann hinten macht. Ob ihr überhaupt dieses Threepeater macht oder irgendwas. Braucht ihr gar nicht. Ihr könntet zum Beispiel dann auch ins Wasser, da es ja eigentlich hier so sicher ist, im Wasser so diese Lilypaddies machen und diese Magnet Shrooms machen. Das heißt, dass denen einfach sozusagen die einen Eimer haben oder halt welche kommen, die dann so rüberspringen, weggehen. Das ist alles euch überlassen. Das müsst ihr nicht machen. Es ist halt nur so vorgeschlagen. Ja, man sieht, der ist wieder hier rübergesprungen und knabbert den hier wieder an. Das ist blöd. Ja, puh, Glück gehabt. Ja, ich war so gerade am Zusammenbeißen, meine Zähne so, nein, stimmt nicht. So, man sieht, ah, puh, Glück gehabt. Ich dachte schon, der mit der Leiter kann den hier da drüber tun. So, man sieht, da oben, diese Garlic ist schon aufgebraucht, der ist auch wieder so gut wie aufgebraucht. Puh, Glück gehabt. So. Gut, ja, wie machen wir das denn jetzt? Machen wir Spikeweed weiter? Nö, ich behalte das lieber, weil 75 plus 150 sind 225 und eine Coffee-Bohne von 50. Ich glaube 350, damit können wir gerade mal einen von diesen Puffshroom dann ersetzen. Also wir haben jetzt genug Geld, um einen Puffshroom zu ersetzen. Das ist natürlich auch schon hart, ne? Falls einer kaputt geht, können wir einen nur ersetzen. Dann müssen wir gucken, ob der Rest überhaupt noch das schafft, die Verteidigung dazu überleben. Weil wie gesagt, wir haben hier links nicht mal irgendwelche Sachen, dass wir uns verteidigen können.
Also hier sind keine Rasen mehr, das meine ich damit. Wie man sieht, sind jetzt sehr viele Zombies, die sehr gerne an unserem Knoblauch knabbern. Ja. Genau, das habe ich mir nämlich gedacht, dass das passiert. Und der oben auch. Shit, jetzt müssen wir gucken, ob der schafft zu überleben. Okay, die schaffen das trotzdem noch, die zu besiegen, soweit ich das hier sehe. Oh. Kann eng werden. Das wird ein Foto-Finish. Ja. So. Sag irgendwas. Let's play und nicht let's be silent. Huch, geschafft. Ja. Haben wir nochmal Glück gehabt. Weil ich musste, das war hier noch am Aufladen. Ich konnte kein Garlic mehr, also kein Knoblauch mehr platzieren. Huch, das haben wir geschafft. Uiuiuiuiuiui. So, aber deshalb mag ich den Last, denn du hast halt von Anfang an so viel. Jetzt haben wir diese Zomba Tony 2 und noch ein paar andere. Also wir haben 1, 2, 3, 4, 5 Games noch. Und Invisi Ghouls. 6. Ah, genau, hier um 6. Aber ich glaube, dann mache ich das nächste Mal. Dann danke fürs Einschalten und bis demnächst. Ciao.